So. Ich nehme auch mal ein Päckchen. Kann ich mal was auspacken? Kriegst du kein Päckchen? Kannst du mal nichts auspacken? Hatte ich den doch bestellt, ich weiß nicht. Oh, ein scharfes Messer. Das ist was. Hey, yo! Was für ein Glück! Was für ein Glück! Die wichtigen Sachen des Lebens. Ach, das sind 8 Päckchen, nicht 6. Ach so. Das ist ja noch gut. Doch, jetzt geht das kaputt. Oh, jetzt ist noch was. Ja, das der Holzschober! Ich hab gespuckt. Bisschen Eistee. Du Scheiße. Ja. Ja. 8 Päckchen Eistee. Ein Angebot. 4,90 €. Kann ich nicht nein sagen. Ja. Pack auf 3. Lotte 3. Gibt es da irgendwo Deutsch? Nicht wirklich. Ich denke mal an die Schote. Was ist das hier? So, haben wir sie. Guck, wie groß die Scheiße jetzt ist. Haben die groß genug? Hast du einen Zug drauf, dann kriegst du da nicht raus. Da ist so ein Zug drauf, das krieg ich gar nicht auf. Was ein Dreck hier. Das ist gar kein Bodenviech. Da ist so ein Zug drauf, das kriegst du nicht auf. Kannst du machen, was du willst. Oh, Scheiße. Genau. Das wird hier gar nichts. Ja, so. Meine Fresse. So. Ja, haben wir den Quatsch. Hoppa. Da ist der Quatsch. Oh. 3 verschiedene Größen. Perfekt. Und dann ist, das nennt man Backmappen. Das heißt, du hast Backpapier aus Silikon. Hitze beständig bis 114 Grad und die kannst du einfach abwaschen, anstatt ständig nur das Backpapier legen zu müssen. Oder zum Beispiel Backpapier zu haben, das durchsifft und trotzdem hast du das Backblech versorgt. So. Und so die schönen Wannikarton noch. Und sonst werde ich nochmal was besorgen. Und das Paket auch nicht. Das ist doch hier lächerlich. Und das Kartonzahl. Sind aber auch mal anders aufgegangen. Nennt man das, ich soll Reis auf irgendwas. Aber Reis nicht unbedingt. Ja. So, hier ist mein Produkt. Woran hat sich die Mutter wieder aus? Ist immer aus. Hier haben wir dann einmal ganz entspannt. Noch etwas Eistee. 16 Päckchen insgesamt. Und da ist das, was ich mir unbedingt bestellen wollte. Der Rest ist eigentlich nur Schwachsinn. Meine neue Trinkflasche. Hier ein gewürztes Ketchup Curry. Ach, so, und hier haben wir dann unsere Sportöffnung. Genau. Und das klappt ja super. Ja, und hier haben wir dann unsere Trinkflasche. Ne? Und da können wir dann unsere entspannten Getränke reinsetzen. Fantastisch.